Ich will die haben, ich will nicht die scheiß Bastard. Och man. Kann man noch nichts durchsuchen, ne? Ne, da kommt man auch nicht mehr nach hinten. Oh, hier ist ein Tagebucheintrag. Auf der Messestation, Eintrag 2. Doch Hunter kam gerade rechtzeitig an der Messe an. Ich male mir gerne aus, dass das nicht nur pures Glück war, sondern ein Werk des Schicksals. Und es war dasselbe Schicksal, das dafür sorgte, dass Hunter mich auswählte, um mit seinem Bericht über die Schwarz zur Polis zu reisen. Ich habe schon mein ganzes Leben davon geträumt, die Polis zu besuchen. Das großartige und legendäre Zentrum der Metro. Das Zentrum unserer Zivilisation. Meines ganzen Lebens. Und jetzt ist die Chance dazu gekommen, ausgerechnet jetzt, wo meine Heimatstation jeden Kämpfer braucht, den sie losschicken kann. Habe ich das Recht, meinen Stiefvater und meine Freunde in der Stunde der Gefahr zu verlassen? Wo ist mein Platz? Neben ihnen, auf den Barrikaden oder in den fernen Stationen, zu denen Hunter mich schickt? Ich kann es nicht sagen, aber trotzdem trete ich diese Reise an. Ich stelle mir gerne vor, dass dies der Weg ist, den das Schicksal für mich ausgewählt hat. Okay. Ja, man merkt schon so ein bisschen, ne? Es hinterfragt sich schon so ein bisschen noch und... War das jetzt ein Geheimnis oder war das böses Karma, weil ich ihm die Kohle weggenommen habe? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich lang gehen soll. Ob ich jetzt hier lang gehen soll? Ah ne, hier kommen wir her. War bestimmt böses Karma. Hallo Archer, wie geht es dir? Hallo, mir geht's gut. Ich suche nur Munition. Ich bin so lootgeil. Tut mir leid. Festhalten, festhalten. Ich hörte sie ja schon. Na ja. Ich hab dir gesagt, du sollst sie festhalten. Hab ich, hab ich. Atjom, Atjom, hierher, Beeilung. Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Ja. Bist du bereit? Dann los. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wir sind breit, so ziemlich. Stell dir vor, deine Erfindung ist die Mordwaffe. Du setzt dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Du habt das Problem beseitigt bekommen. Sehr gut. Ja, wie gesagt, ansonsten nicht. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann ich hab's nach dem Stream mit dir reingeguckt. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Der sieht aus wie auf Drogen, Alter. Es wird bestimmt Spaß machen. Hey, Artyom, hallo. Noch besser, oder? So geil. Man merkt, dass das Spiel halt doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Okay. Also, erstmal nach Riga. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, das... dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam ich die Hanse. Langsamer Jungs! Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Dienst übernehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter, öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und...
Ich mag ihn einfach nicht. Kurbel, Kurbel. Und das ist halt diese Metro-Atmosphäre, die ich immer erwähnt habe bei Exodus. Wir fahren in einen dunklen, beklemmenden Tunnel. Wir werden also ankommen. Das ist halt, ja. Wir laden das Schätzchen erstmal, so vorsichtshalber. Ey, warum habe ich jetzt 30 Schuss weniger als vorhin? Was ein Kack. Verdammt, tut mein Kopf weh. Warum ist das grün? Muss ich das nicht gedrückt halten? Ist das eine andere Taste hier? Einen Moment. Gepäck, Licht, F. Was? Gepäck, Licht. War das nicht so? Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Achon. Klar, helf ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Okay. Und mir tun Sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wow. Wen meinst du mit Sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris? 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 Hey, was? Was geschieht mit mir? Oh, Anomalie. Was? Oh, mein Gott. Artyom. Was ist das? Der Streamer ist geblendet. Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden... Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße! Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße, das ist gar nicht gut! Ah, oh Gott! Ah, knallt sie ab! Ihr schießt! Ich bediene den Hebel! Wach auf! Ich war ein Schuss drin. Oh, hat er super funktioniert. Au! Aua! Ja, ich bin ja schon dabei. Mach schneller! Was zur Hölle ist hier passiert? Was? Ah!
den Flammenwerfer benutzen! Bitte! Blend! Lasst uns ihnen den Marsch blasen! Wow! Riecht nach Barbecue! Das war heiß. Etwas zu trinken. Da war noch einer. Uff. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. So. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Achom. Junge, du hast auf dich! Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest deinen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf dich, Achom. Auf dich! Auf total dich. Hackenvoll! Wodka aus der Tasse! Kann ich auch gleich machen, wenn ihr wollt. Ich hab nur sich so eine schöne. Bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilz-Wodka ihn umhaut. Alter! Okay, das müssen wir mal untersuchen. Das war auch mutiert, glaube ich. Glück. Und auf Atom! Auf dich! Oder es war der Wodka. Halluzination. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich. Der Wodka haut rein. Ja, aber derb. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefallen. 75 Schuss. Und wurden ohnmächtig. Als ich zu mir kam, ich möchte die Waffe lernen. Seine Horde Nosanis. Aber unser Freund Artyom war okay. Anscheinend hat der Tunnel keine Wirkung auf ihn gehabt. Daher schoss er auf die Viecher. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Ich trinke ebenfalls auf einen so netten Kerl. Auf Artyom! Banditen, Monster. Wann kommen wir endlich hier weg? So, wir haben mal noch einen kleinen Eintrag. Riga, wir sind ja jetzt an der neuen Station. Eintrag 1. Was war das? Seltsame Schatten und Stimmen, Geflüster, Gewimmer. Völlig geräuschlos und trotzdem hallt das Echo in meinem Kopf nach. Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht. Aber von so etwas habe ich noch nicht gehört. Und ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen konnten. Das ist dreifach destillierter Likör. Gibt garantiert keine Kater. Da wäre ich mir nicht so sicher, Alter. Oh, da hat ich habe meine Munen ausgeschmissen. Lass mich aus der Station raus! Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Das interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Geil. Es interessiert mich nicht, Arschloch. Aber verpiss dich. Geh mir nicht auf den Sack. So, jetzt mal noch ein bisschen Wasser. So alkoholfreier Wodka. Wie er sein sollte. Hallo, darf ich mit dir sprechen? Dicky. Die nicht so eine Flötsche, geh beiseite, Mann. Boah, Penner. Essen. Essen. Vielen Dank. Vielen Dank. Geben und nehmen. Oh. Ja. Bewegung. Der Tunnel zum Markt ist vorübergehend geschlossen. Oh. Oh.
der ging aber voll daneben. Das kenne ich auch noch nicht aus dem normalen Metro. Jeder hat mal Glück. Lass ihn erst noch einmal treffen. Hey, was soll das denn? Schon wieder getroffen. Sind Sie, der noch nie eine Waffe in der Hand hatte? Jetzt wird es interessant. Du Saftsitze. Das treibt bestimmt Tierschützer in den Wahnsinn. Ich frag mich nur gerade, ob es da irgendwas gibt von. Außer Hack. Oh cool. Da gibt's Moon für. Nice. Erhöhter Schwierigkeitsgrad? Deswegen, ich kenne das so gar nicht. Hast du gesehen? Er hat nochmal gedacht. Oh, das war einer zu viel. Schuss. Mal nachladen. Hast du gesehen? Er hat nochmal getroffen. Ich weiß nicht, ob es hier was gibt, aber es wäre cool. Los da! Also wir können so wahrscheinlich die Rattenplage in der Metro ein bisschen eindämmen. Wir tun hier nur gute Dinge. Hoffe ich. So, Moment, schnell einmal durchladen. Oh Gott, da kommen schon die ganzen neuen. Oh. Weil wir haben gerade eben schon gesehen, wir haben ja gerade schon was gekriegt. Vielleicht kriegen wir jetzt noch was Cooleres. So eine Waffe oder so. Ist ja schon mal zumindest gut, dass das keine Munition kostet. Vermehren sich schneller, als du schießen kannst. Ja, ich habe auch das Gefühl. Einfach, wir bräuchten jetzt so ein Maschinengewehr, einfach zum Drüberziehen. Guter Schuss. Oh nein, da ist noch einer, da ist noch einer. Hast du gesehen? Er hat nochmal getroffen. Krieg ich vielleicht auch mal von dem, was die da verzocken, bitte? Das wäre echt cool. Der schnellste Schütze in der Metro. Guter Schuss. Bräuchte ich für meinen Garten auch. Kann er mal vorbeikommen? Einmal nachladen. Hast du gesehen? Er hat nochmal getroffen. Bam, 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 bam. Ich hoffe, das hört irgendwann mal auf. Das erinnert mich so ein bisschen an Legend of Zelda mit dem Bowling. Man wusste einfach nicht, wann man fertig ist. Guter Schuss. Da war noch einer. Schicke dir die Koordinaten. Ja, ich schicke mal eben da so einen Artillerieschlag rüber. Schnell, 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 schnell. Wann ist das denn jetzt vorbei? Guter Schuss. Los da! Verdammt!
hast du gesehen? Er hat nochmal getroffen. Hat das irgendwann überhaupt ein Ende? Aber es werden, glaube ich, irgendwie immer mehr, ne? Komm, wir laden mal genau. Weil wir haben jetzt das erste Mal schon. Du hast Patronen vergeudet. Ja, hab ich. Oder muss ich jedes Mal neu anfangen? Ja, mal dahin schieße, ich hoffe nicht. Oh, ich höre gleich auf, das wird mir zu langweilig. Und wie war das? Die Waffe wird. Ist nicht präzise. Hast du gesehen? Er hat nochmal getroffen. Das Abendbrot ist gesichert. Ja, ziemlich viel Hack, würde ich sagen. Hast du gesehen? Er hat nochmal getroffen. So, jetzt ist aber Ende. Okay, also das ist wirklich einfach nur Möb. Oh, Bücher. Das ist abgesperrt. Da ist auch nichts. Oh, da war eine Ratte. Stiefel. Abgesperrt. Okay. Aber wir haben wenigstens beim ersten Mal ein paar Sachen gekriegt. Ein paar Münzen. Oh, hier ist ein Eintrag. Eintrag 2. Rishskaya. Zu Hause an der Messe hielten mir die Bewohner dieser Station immer irgendwie für Pechvögel. Ständig hatten sie Probleme. Seien es ihre Schweine, die sich irgendein Getier eingefangen hatten, oder Lecks in den Tunneldecken, oder eine zu heftige Feier ihrer Händler wegen eines guten Deals am Markt, wodurch alles Geld versoffen wurde. Die Leute von Riga sind nett und gastfreundlich, aber auch tollpatschig. Wir hatten immer Mitleid mit ihnen und haben uns auch ein paar Späße mit ihnen erlaubt. Denn wir waren etwas Besseres. Wir von der Messe, wir kannten das Leben und jetzt beneide ich sie. Sie leben in Frieden, haben nicht einmal von den Schwarzen gehört und selbst jene, die da doch davon gehört haben, glauben es nicht. Sollte ich jedoch scheitern, werden die Schwarzen diese Station in Windeseile auslöschen. Und diese fröhlichen, tollpatschigen Leute mit ihren friedlichen, tollpatschigen Leben werden tot sein. Es wird Blut und Leere geben. Ich muss mich beeilen. Hallo, Rind. Gib mir bitte. Sind Sie Artyom? An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Danke, gehen wir. Für eine Patrone führe ich sie dahin. Man könnte sich hier natürlich auch umgucken. Danke. Hey, gehen! Ich ertrage. Danke. Folgt! Hey. Wir geben den armen Bettlern und nehmen selbst. Gut, oder? Oh, keine Bücher oder so? Wo sind sie? Hier, Mann. Da liegt auch noch ein bisschen was rum. Bin so böse. Da hinten sitzt er. Komm her. Also, du ich bist gehe. Wiedersehen. Setz dich. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht?
Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Na gut, ich warte. Aber trödle nicht herum. Also wir haben erstmal was gekriegt, damit wir uns ausrüsten können. Noch mal ein bisschen munzen. Aber wir sind ja gierig. Und hier liegt noch ein Eintrag. Eintrag 3. Wir haben in der Metro ein Sprichwort. Es gibt nichts Schlimmeres als einen zufälligen Begleiter. Aber ansonsten kann man sich auch auf niemanden verlassen. Dieser Bourbon-Typ ist echt seltsam. Warum sollte er mich brauchen? Er kennt die Tunnels offensichtlich wie seine Westentasche. Irgendwer hat ihm erzählt, dass diese Scheiße bei mir nicht wirkt. Und er kauft es ihm ab. Ich selbst glaube nicht daran, aber er schon? Naja, bringt nichts. Drüber zu grübeln. Ich werde einfach nur froh sein, wenn er mich über den Markt bringt, ohne mich in einem dunklen Tunnel zu schleifen. Aber ausrüsten müssten wir uns, ja, munitionstechnisch vielleicht, aber wir lassen es drauf ankommen, okay? Wir speichern hier nicht, du als hier Speicherpunkt. Bist du in diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Deswegen habe ich ja gedrückt, ich bin bereit. Aber hier seht ihr mal, wie die halt direkt so nach dem Atomkrieg hausen in den U-Bahnen. Alles mit Holz vernagelt. Irgendwelche Türen gebastelt. Geht nicht, schade. Kriege ich nur einen Schlag, das will ich nicht. Ist drinne? Ja, ich glaube, da kriege ich nur einen Schlag von. Das möchte ich nicht. Ja, ja, ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Bourbon. Gibt's hier irgendwas? Kann ich hier irgendwas aufmachen? Nee, ne? Staff. Ach, das hat er jetzt schon beiseite geschoben. Meine Güte, war der schnell. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Ach, nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Und wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Oh, der sieht ja, ich glaube, du brauchst ihn nicht mehr, hm?